Herzlich willkommen zu Dr. Med KI, einem Angebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin. Mein Name ist Kerstin Ritter, ich bin Wissenschaftlerin an der Charité und in dieser zweiten Staffel führe ich durch verschiedene Anwendungen von KI in der Medizin. Hallo Kerstin. Im Grunde genommen forsche ich zu Algorithmen, die automatisch in Gehirnbildern Krankheiten erkennen sollen. Ich bin studierte Bioinformatikerin und leite hier eine Arbeitsgruppe mit dem Thema strukturelle Bioinformatik und In silico-Toxikologie. Ich bin hier an der Charité und am Deutschen Herzzentrum Berlin seit gut 6 Jahren. Wir nutzen Bildanalytik in dem interventionellen Bereich, in der interventionellen Herzchirurgie bei Transkatheterklappen beispielsweise. Ich bin Bioinformatikerin, arbeite jetzt am Comprehensive Cancer Center. Und mein Hauptprojekt ist das PREDICT-Projekt, wo es darum geht, personalisierte Medizin für Krebspatienten zu finden. Ja, Forschung mache ich im Bereich der Nierentransplantation. In unserer Abteilung haben wir eine Datenbank, wo wir alle Transplantierten seit 1990 verwalten. Neurotechnologie ist im Prinzip jedes künstliche Mittel, um Hirnaktivität, das kann elektrische oder magnetische, aber auch metabolische Hirnaktivität sein, zu messen, zu analysieren und zu interpretieren.